Und damit willkommen zu einem weiteren Ultramond-Battle, heute gegen Deathpilz. Und ihr kennt das Team, ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem Team. Es ist okay, ja, es ist okay, aber irgendwas stört mich noch ein bisschen an diesem Team. Keine Ahnung was, ich glaube, die Power fehlt mir so ein bisschen im Team. Ja, das könnte gut sein. So, da ist das Team. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Entschuldige mich dafür jetzt auch mal. Und joa, let's go gegen Deathpilz. Gegen ihn ist es nämlich so. Er hat nämlich ein paar Regeln aufgestellt. Und zwar meinte er, yo, keine Z-Moves. Was ein bisschen schade ist. Keine Legis. Und keine Mega-Pokémon, ja. Und das finde ich ganz cool, solche Regeln aufzustellen. Ja, der Z-Move ist ein bisschen traurig, weil ich habe nämlich noch ein anderes Team, wo der Z-Move einfach derbe episch wäre. Ja, und der Luke Nintendo hat sich auch einen Track gewünscht. Lol. Ja. Nee, Skull sagt hier. Ultra-Forschungsteam war das, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an und gucken mal, was er für Power am Start hat. Deathpilz, sehr langer Zuschauer. Ja, der hat auch coole Fanarts gemacht. Die habe ich auch schon mal eingeblendet im Mond-Let's Play. Und auch in einem Projekt, was wahrscheinlich zu dem Oh mein Gott, wie cool ist das Team denn bitte? Obwohl Serapentra ziemlich gefährlich ist. Und er hat Karadonis dabei. Oh, ich liebe dich jetzt schon dafür. Ja, Karadonis ist dope. Und ich habe gerade meinen Stift verloren. Lol. Fuck. Alter. Stift. Wo? Zum Fick? Ach, hier. Hier ist er. So, okay, schnell Team auswählen. Hallo, ich bin's. Ja, mit wem könnte er leaden? Auf jeden Fall mit dem Spinnenviech wegen den... Er könnte auch mit dem Ding leaden. Ich leade mit Schlingel. Ja, weil Echnatoll ganz cool ist. Ja, er sieht natürlich Echnatoll dann. Und wenn er mit dem Ambidiffel heißt es, glaube ich, leadet, dann kann er kein Mogelieb droppen. Und das gefällt mir. Ja, wenn er jetzt mit der Spinne leadet, ist ein wenig RIP. Ich weiß zwar nicht, wer schneller ist. Ob Zoroark, wenn Zoroark schneller ist, dann geil. Aber wenn nicht, dann RIP Zoroark. Obwohl, er will auf jeden Fall das Sticky Web legen. So, erstmal viel Spaß. Und mit Manfred? Warte mal, habe ich jetzt Manfred geleadet? Das wollte ich nicht. Obwohl, wollte ich doch. Alles gut. Bin ich jetzt selber auf meinen Zoroark rein? Ja, ich bin selber auf meinen Zoroark reingefallen, alles klar. Geil! So. Was machen wir? Den Flamethrower? Wollen wir den Flamethrower droppen? Oder wollen wir seinen Sash anknacksen und einen Safe Switch generieren, wenn er das Sticky Web legt? Naja, einen Safe Switch haben wir eigentlich gar nicht. In das Ding. Fällt mir gerade so auf. Ja, wir könnten zwar wirklich in Manfred gehen. Ja, ist aber riskant as fuck. Ja, wir könnten auch Flamethrower drücken. Und dann auf die U-Turn. Weil Sticky Web wird er legen. Wir könnten den Burn kriegen. Ja, machen wir. Los geht's. Manfred setzt Flammenwurf ein. Bumm. Und Voltula sagt nicht goodbye wegen dem Sash. Okay. Aber Sticky Web. Oh mein Ich call den Burn. Das ist so traurig. Nee, das ist nicht cool. Das ist auf keinen Fall cool. Entschuldigung, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Oh mein Gott. Okay. Warum? Warum das Ding? Warum das Ding? Ich habe einen Flammenwurf, Alter. Aber ich glaube, seine Special Defense ist der Wahnsinn gewesen. Weiß ich aber nicht mehr. Das Ding ist ziemlich interessant. Ich habe keine Ahnung, was man auf dem Scheißding spielt. Noch weiß ich,
wo er gut war. War er in der Spezialdefensive gut? Ja, ich sehe schon, Zoroark ist ziemlich heavy. Ja, er ist schon wirklich ein Hindernis. Ja, ist so. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so. Ich weiß nicht, wann ihr das hier seht. Warte mal. Seht ihr das dann? Wenn dieses Video online ist, ich möchte euch nichts versprechen, aber das nächste Video ist ein neues Projekt. Ja, und das wird komplett alles zerficken. Ja, das habe ich aber auch schon mal gesagt. In Bob die Schnecke, in was weiß ich was, ich noch, ne? Nur mal so. Ach, 20 Sekunden, scheiße, hallo, nicht labern. Was mache ich jetzt? U-Turn? U-Turn ist gut, oder? Ist U-Turn gut, ja. Ich weiß nicht, Digga. U-Turn ist, glaube ich, wirklich gut. Ich gehe auf U-Turn. Ja, ich möchte hier noch unseren Schlingel nicht verlieren. Alter, macht das Damage! Das ist ja absolut crazy. Ich gehe in Robocop. Der dürfte einfach... Ich weiß halt nicht, was das Ding kann. Null Ahnung, ey. Nein! Fuck. Das ist ein wahrer Moment, wo ich sage, fuck, Reflektor, aber nur für 4 Züge, das heißt, er hat kein Item, was das Drecksding boostet. Mit wem will er sweepen? Fragezeichen. Serapentra, ich habe unfassbar Angst vor diesem Ding. Machen wir einen Double? Serapentra ist böse. Ja, vor Serapentra habe ich Angst. Ich habe richtig Angst vor diesem Viech. Aber Tarnsteine werden schon gut, oder? Tarnsteine werden tatsächlich sehr gut. Ich lege Tarnsteine. Er kann jetzt hier raus switchen. Oh, er setzt noch ein Screen auf. Aber er hat den Reflektor als erstes gesetzt. Das heißt, der Reflektor geht auch als erstes weg. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, das ist... Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja. Wir können jetzt hier Toxin drücken an der Stelle. Oder wir können Dampfwalze drücken. Oder wir können sogar den Double Dunk gleich rausmachen. Können wir auch. Nur in wen? Haben wir Money? Nee. An sich könnten wir auch einfach drin bleiben, weil das Coole ist, Serapentra kann nichts gegen Bronzong. Er könnte einfach in, wie heißt das Ding? In Caradonis. Weshalb ich in Call of Wisdom gehe. Ich glaube, das ist der safeste Play an der Stelle. Ja, wir kriegen einen Bedroher raus, egal auf was jetzt reinkommt, was richtig gut ist. Ja, wenn er jetzt Blizzard drückt... weiß ich nicht, ob das so gut ist. Kraftreserve, bitte. Als ob. Okay. Ich habe gerade schon Angst gehabt, Junge. Aber ich sehe hier jetzt die Möglichkeit aufzusetzen. Was möchte er hier reinschicken? Ich weiß, was er hier reinschicken will. Aber... Ambidiffel, der kann doch... Kann er Donnerschlag? Ja, sicher. Ja, sicher. Ich glaube, wir gehen jetzt erst einfach mal für die Kaskade. Einfach mal straight. Den hab ich vergessen. Oh, RIP. Natürlich. Oh, nee, Alter. Das war unser Matchwinner. Ne? Jetzt mal no joke. Cock. Verdammt nochmal.
Ja, ich gehe in Robocop, okay? Ich gehe in Robocop, ja. Okay, das war nicht gut. Auf keinen Fall. Ich gehe auf den Gyro Ball, ja, der ist ganz gut. Kraftreserve, was ist das für eine Kraftreserve? Trifft Kraftreserve Feuer? Weiß ich nicht. Macht auf jeden Fall nicht so viel Schaden. So, jetzt kommt der Gyro Ball. Der macht auf jeden Fall den Damage, den ich sehen wollte. So, und ich glaube, der Reflektor hält noch eine Runde an. Und ich würde sagen, wir werden jetzt auf Dampfwalze gehen. Ich hoffe, er switcht raus. Ja. Er könnte das Ding noch behalten. Auf jeden Fall. Und das möchte ich auch, dass er das tut. Das möchte ich. Ich möchte, dass er jetzt raus switcht, egal zu was. Ja. Ob es zu Tentoxa ist, ob es zu was weiß ich wem ist, weil wir haben die Dampfwalze und können das Pokémon, was jetzt reinkommt, erstmal schön die Init in den Keller bringen. Da, wo die ganzen Hosts von Mois sind, ja. Na, jetzt ist die Frage, weil das Ding hat Schwebern und Dampfwalze würde nicht treffen. Ja. Das ist jetzt die Frage. Möchte er hier rausswitchen? Ja, kann er machen, kann er machen. Er macht es und das ist super. Er geht zu Tentoxa. Oh, ja, gefällt mir. Gefällt mir. Das ist sehr viel Schaden auf Tentoxa. Oder auch nicht. Das ist gar kein Schaden auf Tentoxa. Ist aber absolut in Ordnung. Glaube ich. Okay, das Ding ist auf jeden Fall defensiv. As hell. Ja. Das ist auf jeden Fall klar. Aber die Tarnsteine auf meiner Seite, die finde ich sehr, sehr lecker. Ja. Und wir können eigentlich einfach zu Grunty gehen erstmal. Ja. Assault West. Ein Burn juckt uns jetzt auch nicht wirklich. Und Grunty ist nicht schlecht. Ja. Also ich bin ein bisschen enttäuscht noch von diesem Pokémon, weil es nicht so viel kann. Giftspitzen, das ist natürlich... Ja, das ist nicht so cool, auf keinen Fall. Ja, das ist echt nicht cool. Giftspitzen gefallen mir überhaupt nicht, ja. Dieses Giftspitzen-Gelaber und dann noch dazu so... dazu halt die, was weiß ich, Giftspitzen und diese Reflektor-Zeugs, das gefällt mir überhaupt nicht, also wirklich nicht. Ich gehe einfach mal auf die Schuppenrasseln und nope. Und Turbodreher. Natürlich, die Tarnsteine möchte er weghaben. Kann ich absolut verstehen. Joa. Wir holen jetzt aber erstmal eine Schuppenrassel raus hier. Jo, das macht gar keinen Schaden, Alter. Scheiß, die Wand an. Das macht gar nichts. Wegen diesem scheiß Reflektor, Mann. Und dem Lichtschild natürlich auch noch. Was können wir machen? Ja, das Ding ist wahrhaftig ein Problem. Und ich würde sagen, wir gehen wieder in Robocop. Ist gar nicht mal so bad. Ja, Robocop ist hier tatsächlich ein Pokémon, was gerade sehr wichtig ist. Ja. Okay, er werdet... Das ist böse. Also, das ist wirklich böse. Ja. Habe ich auch nicht so Bock drauf. Und ich weiß auch, was er jetzt machen wird. Das ist eigentlich klar. Er wird jetzt direkt, einfach direkt. Obwohl er kann. Er wird jetzt auf Turbodreher, glaube ich, gehen. Oder er kann jetzt rausswitchen. Ich gehe auf Gyro Ball, weil er könnte jetzt zu diesem Freeze-Ding raus. Geht er zu dem Scheiß-Ding? Nee. Das ist Karadonis. Was mir überhaupt nicht schmeckt. Weil das ist der Match, den ich sehen will. So, und jetzt haben wir auf Karadonis schon mal ganz guten Damage. Ja, und es ist klar, dass ich jetzt in Echnatol gehe. Weshalb hier auf jeden Fall Abschlag der safeste Play wäre. Ja, deswegen gehen wir jetzt in Grunty raus. Boah, ich glaube, wir kriegen echt ein fettes Problem. Und wenn er Gewahlschalt ist, dann wäre das sogar super gut. Oder spielt er jetzt... Ey, wenn er jetzt auf Nahkampf geht, dann habe ich aber Respekt vor dir, mein Freund. Ja, dann habe ich richtig... Ja, der Abschlag kommt, alles klar. Den nehmen wir ganz gut. Die Offensivfeste wird abgehauen, das ist aber okay. Und wir können jetzt...
auf den Fokus losgehen. Das können wir machen. Er geht raus. In was? In Tentoxa. Na, Tentoxa wird ein Problem. Das Ding ist ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Ja. Oh! Ich möchte jetzt nichts sagen. Aber das ist gut. Ja, und er muss hier raus switchen, ja. Er muss hier raus. Und ich gehe jetzt nochmal auf Fokusschuss, weil ich das predicte, dass er raus switcht. Wenn er drin bleibt, hat er Balls. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du. Wir treffen. Sehr gut. Und er ist auf minus 1. Killt nicht. Ist aber okay. Das ist einfach Saver-Schaden auf Tentoxa. Und den brauchen wir. Ja. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt wieder zu Robocop, weil ich Grunty vielleicht noch benutzen kann oder behalten möchte. Wenn er jetzt rausswitcht, alter leck mich, dann ist das ein richtig guter Play von ihm. Aber ich finde das ganz geil. Ja, so gefällt mir das. Bitte das switch nicht raus, Alter. Fahr! Nicht zu... Crystal? Wer ist Crystal? Das Ding ist Crystal. Das Ding kann aber rein gar nichts gegen Robocop. Aber er kann sich aufsetzen. Aber er hat Dingens. Warte. Ich lege jetzt erstmal die Tarnsteine, glaube ich, wieder. Ja. Ich lege jetzt erstmal die Tarnsteine. Er kann sich jetzt mit SD... Oh! Ja, perfekt! Perfekt! Ich lege die Tarnsteine. Sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt kriegt er seinen Temposchub-Gemülle. Aber das kann mir sogar recht sein, weil ich den Gyro-Ball habe. Ja, das ist mir so was von Latte. Deswegen gehen wir jetzt auch auf den Gyro-Ball. Das ist mir egal, er kann auf SD drücken. Er drückt sogar auf SD. Ja, der Gyro-Ball wird jetzt nämlich Damage machen, mein Freund. Ja, er wird mich auch nicht One-Hit-KO'en. Ja. Das ist... die Power von einem Robocop. Ja? Und wir töten das Ding auf jeden Fall jetzt. Er muss jetzt halt den Damage des Todes raushauen. Und er hat nicht den Z-Move. Das heißt, er kann nicht so viel Damage gegen uns machen. Eigentlich nicht. Nö. Ich bleib hier auch safe. Ich gehe hier nicht raus. Er geht nochmal auf Temposchub. Warte, Vielender. Tötet Vielender Robocop. Das ist neutral. Stat. Plus 2, das tötet. Scheiße, das tötet, glaube ich, echt. Oh mein Gott, das killt. Sweept er uns jetzt mit Crystal? Ich glaube schon. Wenn wir das nicht tanken, haben wir ein fettes Problem, Alter. Sehe ich jetzt gerade. Bitte geh raus. Bitte geh raus. Ja? Bitte geh raus. Oder kalkt er jetzt echt nach? Oh mein Gott, dieses Pokémon ist jetzt gerade super gefährlich. Aber ich habe Serapentra schon gesehen bei ihm und dachte mir so, ah, nicht gut, wirklich nicht gut. Er drückt auf SD? Von mir aus. Kann er machen. Tschüss. Verpiss dich. Tschüss. Das war ein Missplay des Jahrhunderts, ja. Ja, also so ein Missplay. Ja, also Vielender wäre hier auf jeden Fall der Play. Töten Tarnsteine jetzt, Tentoxa. Nein. Möchte er die Tarnsteine entfernen? Mit Rapid Spin. Kann er machen. Und das wäre gut, wenn er das macht. Ja, ich gehe jetzt zu Echnatol, meinem Lieblings-Pokémon. Okay, fast sogar wirklich. Und ich sehe Echnatol noch als sehr gut an. Turbodrea. Bam! Ich gebe einen Fick. Ja, Tentoxa ist mir so egal, Alter. Ja, ich könnte jetzt hier einfach die Giftspitzen legen. Maybe. Mache ich auch. Ja, er kriegt jetzt einen Safe-Switch in sein...
Ja, ist okay, also ein Crit, cool. Ja, okay, aber ich möchte die Giftspitzen draußen haben. Auf jeden Fall. Ja. Die sind mir sehr wichtig. So. Und jetzt können wir überlegen. Wir haben eine Ladung Giftspitzen raus. Wir gehen jetzt zu Grunty. Wir outspeeden den Toxan. Töten es. Wenn er auf die Wasserattacke geht. Wenn nicht, wird er auf Säurespeier gehen. Oder wird er jetzt sogar Rapid Spin drücken? Also Rapid Spin wäre jetzt der Killer-Play. Das wäre jetzt sein absoluter Play, den wäre der Hammer. Ja. Das wäre richtig gut von ihm. Sieht er Wasser, alles klar. Ja, das ist der Play, mit dem ich gehofft habe. Ich glaube, wir tanken einen Hit noch. Ja, Tentoxer kommt jetzt wieder ein bisschen hoch, was mir nicht gefällt. Ja, wir tanken was. Und können jetzt auf jeden Fall eine Schuppenrassel einmal raushauen. Ich hoffe, das tötet Tentoxer. Wenn ja, wäre das eine sehr gute Situation. Okay, ja, und wieder den Rabbit Spin. Das finde ich tatsächlich nicht so gut. Aber ist noch okay. Dafür kriegen wir jetzt dieses Tentoxer erstmal raus. Was mir sehr, sehr gut gefällt. Ein Hit-Tag mehr. Lecker. So, und wenn jetzt ein Karadonis geht, absolut kein Problem. Dann werden wir hier Grunty Sack. Oh, fuck, Alter. Der kann sich jetzt wieder auf. Ja, er kann jetzt wieder die scheiß Schilder rausholen. Wen hatten der noch? Ja. Das gefällt mir nicht. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt zu Echnatoll. Ja, ich werde Grunty nicht zacken. Würden wir das Ding rausnehmen? Nein, würden wir sogar nicht, wenn er jetzt ein Lichtschild raushaut. Würden wir nicht. Ja. Er kann uns auch alles versauen. Ja, Lichtschild. Genau, das würde uns alles versauen. Das ist so. So, wir werden jetzt mit Echnatoll ein bisschen hochkommen. Und wir werden jetzt die Giftspitzen legen. Warum? Damit wir die auch in einen Toxic-Punkt bekommen. Ja? Das ist sehr wichtig. Er kann jetzt rausswitchen. Wird er tun, macht er super. Ist aber auch gut für uns, weil so hat er jetzt keinen Reflektor mehr draußen. Und wir legen jetzt noch eine Ladung Giftspitzen. Ja, wir können sogar eine zweite legen, wenn wir lustig und toll sind. Sind wir lustig und toll? Vielleicht. Ja, okay, warte mal. Wir sind physisch defensiv. Wir sind physisch defensiv, bla bla. Was tut er? Er wird Knock-Off drücken, ne? Ich würde sagen, wir sacken jetzt hier Grunty erstmal. Ja, damit wir wissen, in was er gelockt ist. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt. Ja. Was tut er? Wird er Knock-Off drücken? Das ist eigentlich der beste Play. Knock-Off. Scheiße. Oh, lol! SpongeBob hat einen Track mit Sunny raus... was? SpongeBob hat auf seinem Kanal gerade Juris Track Bratanz aus Favelas hochgeladen. Ey, cool, gebe ich mir gleich erstmal. Ich hoffe, der macht ein Feature. Ja. Knock-Off. Gefällt mir gar nicht. Aber wir können in Schlingel gehen. Ja. Wir gehen in Schlingel. Ja, Schlingel ist noch gut gegen sein Team. Keine Frage. Nur, ich glaube nicht, dass Manny outspeedet. Trotz Graf. Ja, und wir werden einen Knock-Off auf jeden Fall tanken. Und wir hauen noch einen Flamethrower raus. Ja, was? Was? Ja, finde ich gut. Somit töten wir dieses Ding. Er kriegt keinen Reflect mehr raus. Er kriegt gar nichts mehr raus. Und wir töten dieses Ding. Absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Obwohl, jetzt tanken wir keinen Knock-Off mehr, oder? Geht er jetzt in...
Er geht in dieses Ding. Jetzt die nächste Frage. Bitte jetzt Nahkampf drücken. Nahkampf, wir haben einfach einen Easy Switch in. Wir haben einen Easy Switch in dafür. In Nahkampf. Deswegen, wir bleiben einfach drin. Wir werden jetzt dieses Ding sacken, wenn er jetzt Knockoff drückt. Geil. Okay, er drückt Nahkampf. Absolut okay. Hab ich gar kein Problem mit, ja. Jetzt wissen wir, in was er gelockt ist, ja. Und das gefällt mir. Das ist super. Also ich hoffe, er ist gelockt. Wenn er jetzt mir das Gegenteil beweist, dann haben wir ein Problem. Und dann haben wir ein sehr, sehr großes Problem, ja. Wir gehen jetzt hier in Echnatoll. Echnatoll. Und ich glaube, der räumt sogar jetzt hier auf. An der Stelle. Ich glaube, das ist GG. Wenn er mir jetzt hier keinen Knockoff zeigt. Dürfte das ein GG gewesen sein. Würde. Let's go. Karadon ist saugeiles Pokémon. Okay, er wechselt raus. Er ist auf jeden Fall cool. Oh, das ist nicht cool. Den habe ich total vergessen gerade. Den habe ich gerade total vergessen. Und ich sehe gerade, dass er noch gewinnt. Und wie er noch gerade gewinnt. Er gewinnt das Game. Er gewinnt das Game. Er gewinnt noch das Game wegen Karadonis. Doppelhieb. Fuck. Okay, Life Orb. Ah? Feuerpunch, maybe. Maybe Feuerpunch. Alter, das ist jetzt gerade tatsächlich absolut scheiße. Und ich drück Dampfwalze, weil wenn er jetzt rausgeht, dann ist das super. Aber das macht keinen Sinn. Er geht wirklich raus? Das ist wundervoll. Ja, weil ich habe nämlich auf Dampfwalze gedrückt. Und das heißt, dass sein Scarf mich nicht juckt. Weil davor hatte ich ja die ganze Zeit Schiss. Vor dem Scarf, den er wahrscheinlich auch trägt. Oder dem Band. Ich weiß es jetzt gerade nicht. LOL! Das war ein Fehler. Weil dieses Pokémon war seine Win Condition. Ja, und die haben wir jetzt gerade gebankt. Tschüss. So. Lichtschild, LOL, wie das aussieht. Ich werde hier drin bleiben und einfach auf Dampfwalze drücken. Gegenschlag! Oh, wie. Das ist cool! Das ist cool! Das ist ja sau cool! Gegenschlag auf Kara. Ey, das hat Style. Das ist cool. Das ist wirklich cool. In wen gehen wir denn jetzt? Also ich würde ja sagen, in Echner toll, ne? Ja, wir gehen in Echner. Echner toll. Ja, Echner toll ist hier der Play. Aber das gewinnen wir ganz knapp, glaube ich. Das gewinnen wir wirklich sehr, sehr knapp gerade. Ja, so sieht's aus. Wir haben noch die Plage, die ja ganz ekelhaft ist, die im Kampf leider nichts gezeigt hat, aber ist voll okay. Doppelhieb, das ist... Es juckte mich eher weniger. So, Techniker. Oh, lol. Wird nicht mehr geboostet. Oh, ja, RIP. Echner toll. Gewinnt uns jetzt hier, glaube ich, das Game an der Stelle. Brip. So, er kriegt jetzt Toxin-Damage auf Doom. Und dann auch noch gleichzeitig den Plage-Damage. Also, ja. Echner toll ist hier der King. Ja, das ist so. Ja. Plage kommt auch noch hinterher und ja, Plage. Drücken wir mal Plage. Er wird jetzt Doppelhieb. Okay, drücken. Das ist voll okay. Überleben wir. Life Orb, Plage. Das war's mit dem Battle gegen den guten Deathpilz. Ein sehr, sehr cooles Battle. Nicht mal unser Manfred
wurde in den Kampf geschickt, ja. Aber auf jeden Fall ein sehr knappes Battle, was auch ganz anders hätte verlaufen können, hätte er nicht diesen Missplay des Jahrhunderts gemacht. Ja, nochmal auf Schwertanz zu drücken, das hat ihm auf jeden Fall Serapentra gekostet und wahrscheinlich sogar das Game. Ja, er war auf plus 3 Init. Half-Life und ich glaube ein Eissplitter hätte nicht getötet. Wenn doch, okay, dann nehme ich das zurück. Aber er hätte schon mal Bronzong rausgenommen. Und Bronzong war für sein Team wirklich eine Gefahr, ja, die man so nicht auf dem Schirm hat. So, trotzdem cooles Battle. Wie gesagt, ein Projekt kommt auf euch zu, was der unfassbare Burner ist. Und ja, er schreibt GG auch an dich, mein Freund. Und auch in der ersten Folge werde ich ein Fanart von dem guten Deathpilz einblenden. Fanarts sind sehr gerne gesehen, wirklich. Also ich habe auch niemals mit einem Fanart irgendwie in irgendeiner Art und Weise gerechnet. Und ein paar habe ich sogar auf dem Desktop, so 5 Stück oder so. Und ich glaube, auch die meisten sind sogar von Deathpilz. Ich glaube, 2 sind nicht von ihm, aber die anderen 3 sind von ihm. Ja, wäre natürlich cool, wenn er zu dem Projekt auch was zeichnen würde, wenn er die Zeit findet und wenn er Bock hat. Und falls ihr Bock habt auf ein Battle, dann schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir einen Termin aus und wir battlen. War auf jeden Fall cool, ja. Und ich war ja nicht ganz so zufrieden mit dem Team. Und ich finde auch, Grunty hat einen guten Job gemacht, ja. Ja, Grunty hat echt einen guten Job gemacht, womit ich niemals gerechnet hätte. Keine Ahnung. Ja, sonst hätte ich auch diesen Z-Move, hätte ich auch mal Geld auf den gespielt. Der soll ja irgendwie ziemlich gut sein. Keine Ahnung. Wie auch immer, ich würde sagen, macht euch einen schönen Tag, haut da rein, pumpt Johnny Dixon. Ich werde jetzt den Track von Yuri gönnen, wahrscheinlich noch mit San Diego als Feature, würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst auch gerne eine positive Wertung da und ja, Ehrenmann nochmal an O-Gamer und tschö mit Ö. Sunny hat mich nicht gesigned, wenn ich kein Gangster wär. Eine Mio, 2 Alben, FCBBM. Wir sind der Tanz aus Favelas, Santa Teresa, Manetudo, ich komm aus Linz, Lanzala, Neymar. Oh, ihr seid alle Ghetto-Touris, check nicht Juri, sie nicht.